just saw some deer. Hello and welcome everyone. And it prompted me to start the camera a little bit late, unfortunately. But since we're in the middle of the forest, maybe we'll be lucky again. So, fingers crossed. Or as we say in German, Daumen drücken. Press the thumbs. Guck mal, die Pfütze war vor gestern oder am Sonntag noch nicht gefroren. Da liegt auch immer noch. Da wird es jetzt auch nicht so sein. Nee, nicht so wirklich, ne? Aber stimmt, die hier. Du meintest, das sieht interessant aus. Ja. Ach guck, ich habe gerade von dem Hund gesprochen. Oh. Ja, hat das, weil du dich so rein. Ja, die sind eh schneller. So nach vorne warten. In der Sonne. In der Sonne, genau. Leider nicht so ganz im Gesicht zusammen. Hallo. Hallo. Gerne. Achso, wenn du noch ein Foto machen willst, ne? Hier können wir. Hier sieht's schön aus. Ja. Oh, falsch. Hm? Ich hasse das immer. Wenn du ein Foto machen möchtest und dann ist es so. Und du siehst dich und denkst dir so, nein, nicht. Nein. Hochkonzentriert. Du hast mir doch mal beigebracht, man darf nicht atmen. Man darf nicht atmen? Nein, du meinst doch immer, man muss dann kurz die Luft anhalten, oder? Ach so. Ich, ja, bei so Nachtfotos, wo es den Nachtmodus verwendet, ist tatsächlich so eine Technik, weil du dann weniger wackelst, wenn du, nee, ausatmen. Beim Ausatmen dann quasi abdrücken. Ist tatsächlich irgendeine Sniper-Technik, die ich mal gelesen habe. Weil du ja bei Videospielen und so dann auch immer den Atem anhältst quasi. Wenn du, also kann man jedenfalls machen. Ja, das geht. Da hinten knallt es auch schon wieder, wo wir gerade davon reden. Aber das hat gerade eher wie Hämmern gehört, oder? Ja. Oder irgendwie so, vielleicht fällt jemand ein Baum. Willkommen im Märchenwald. Wie heißt das? Fairy? Nee. Forest. Fairy Forest? Ja. Echt? Oh. Welcome to the Fairy Forest. The Fairy Tale Forest. Fairy Tale Forest. Yeah. Dann waren das bestimmt auch die Spuren, die wir letztes Mal gesehen haben am Sonntag hier. Vielleicht, weißt du nicht, dass die öfter mal spazieren gehen. Ja, das ist ja genau die Strecke, die wir aufnehmen. Stimmt. Sieht aus wie ein Gesicht. Ein bisschen. Hier ist es halt gerade kalt und ich die Sonne reinkomme. Ne? Siehst du. Das stimmt. Das sind ganz schöne Hände. Mal gucken, mal. Ja, das ist so schön. Eine kleine Familie.
oder kann ich das nicht? Das ist ein Zeichen von Wrong Turn. Oder? Au. Oder ein Tier hat sich die vielleicht parat gelegt, um was zu bauen. Möglich. Ach krass, ne? Dass wie wenig Sonne jetzt wirklich reinkommt. Ja, wirklich kalt. Ja. Die Beine sind direkt ganz kalt. Ja, das geht bei mir. Mein Oberkörper ist eigentlich ganz warm, weil es dicke Zunge, dicke Decke. Aber die Beine. Glaube ich, die richtige Beine. Ja, hast du das. Ich hätte gedacht, das geht schon mit Socken und dicken Stiefeln dann. Aber. Doch, kalt. Bin ich froh, dass ich die Mütze anhab. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch einen Schal anziehen können, obwohl ich so einen Rollkragen anhabe. Na, ja, Schal ist mal gut. Ich habe halt gedacht, das reicht mit so einem Rollkragen. Naja, es sind minus 1 Grad Celsius. Und dann Handschuhe. Das ist schon kalt. Aber man sieht den Atem noch nicht, oder? Doch. Doch. Oh, jetzt frisch von dem Pärchen von eben. Und wieso? Ja, wenn wir jetzt mit Doggy D. Ruffy hier, der hat das weggefuttert. Oh nein, das direkt, nee, das darf gar nicht passieren. Dann wird der in der Kalte draußen gewaschen. Das haben wir mit Shari machen müssen. Das ist dann leider die Strafe. Obwohl, Labradore lieben, glaube ich, sogar Wasser. Deswegen ist denen das wahrscheinlich egal. Aber das ist auch gut, weil dann kannst du den wenigstens gut baden und duschen. Stimmt. Die haben, also Shari hat das auch gemacht, sich im Kot von Wildtieren und sowas gerollt. Weil die das so gerne mochte, um den eigenen Geruch zu erdecken. Keine Ahnung. Das ist aber generell so ein Hundeding, die mögen das, glaube ich, sehr gerne. Warum auch immer. Wahrscheinlich deswegen. Um den eigenen Geruch zu überdecken. Wenn die sich an Wildtiere und so ranschleichen, dann riechen die das nicht. Ach so, na gut. Das ist schon dran. Ganz so doof. Tja. Tja, aber eklig. Aber eklig. Nicht doof, aber eklig. Mhm. Ach, guck mal. Das sieht auch cool aus hier. Winter Wonderland. Das ist Moos. Der Baum sieht richtig hübsch aus. Die Rinder. Sieht irgendwie richtig interessant aus, als wäre das irgendwie angemalt und angeklebt auch so ein bisschen, oder? So ein DIY-Baum. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre der Lichtteil irgendwie einzeln dran geklebt. Okay. Was hast du da? Ich singe. Achso. Das hört man doch. Willst du, Auskundschaften gehen? Genau. Ich will ja, dass die Leute auch kommen. Mitkommen? Ja. Das war eine super Erkundung. Hat richtig gut getan, die Erkundung. Wow. Sogar in der Kälte. Klar. Da ganz besonders.
Winterwunderland. Ja. Naja, nicht so richtig. Geht so, ne? Das kommt ja schon, vielleicht noch. Ja, ich bin mal gespannt. Wenn das jetzt länger wieder kalt bleibt, können wir ja auch noch unter Schlittschuhen. Da hätte ich so Lust drauf. Ja, das wäre schon cool. Und dann vielleicht noch mit ein paar Plätzchen oder Kuchen und dann wieder mitten auf dem Eis. Ja. Wenn man Glück hat, ist dann wieder so ein traumhaftes Wetter. Wir hatten wirklich Glück. Das war das perfekte Wetter. Dann, dass wir waren auch zur perfekten Tageszeit da mit dem Sonnenuntergang. Das war einfach traumhaft. War erste Sahne. Ja. Sehr magnifik. Richtig. Das war echt schön. Das ist, was wir einen Berg in Norddeutschland nennen. Also es gibt auch höhere, denke ich, ein bisschen. Der Brocken zum Beispiel. Ah, da links nicht dieser Spielplatz, ja, ne? Ja, genau. Mit dem Tipi. Genau. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch ein Kindergarten oder irgendwie sowas. Ja, ein Waldkindergarten. Mhm. Die haben ja auch eine richtige Hütte. Ja. Stimmt mit der Schaukel. Hat er gerade links gesagt? Ja, wir müssen hier runter. Ne, links hat er gesagt. Achso, nö. Ach ja. Nee, wir müssen hier runter. Jetzt links hat er gesagt. Ach, danach umkehren. Das ist hier wieder so ein Aussichtsding. Ah, ja. Das machen wir ja nicht. Das kennen wir ja schon. Genau. Für die Leute da nochmal hingehen? Nee. Ah, ich glaube, haben wir das nicht schon mal gefilmt? Ja, das haben wir schon mal gefilmt. In einem anderen Video. Und hier ist das jetzt richtig hart. Ne? Mhm. Also. Hier war es wohl kühler. Mhm. Für länger. Oh, oh. Wie sollen wir da noch vorbeikommen? Eine unüberwindbare Barriere. Ja. Da müsste man ja ein Superheld sein, um darüber zu... Wow! Ich bin hier gerade wirklich fast dabei. Oh, oh. Ich mach kaputt mit meinen Laseraugen. The Boys. Heimländer. Oh. Los nicht. Die heißt ja wohl auf Deutsch wahrscheinlich auch Homeländer, ne? Ich glaube nicht, dass die das geändert haben. Würde mich irgendwas wundern. Ich glaube auch nicht. Mit dem Pferd macht bestimmt auch Spaß. Vor allem, du hast deinen Hund dabei. Ja, das stimmt. Und reitest dann durch den Wald. Ich glaube, es kann auch ganz schön kalt werden. Ja, das stimmt. Ja, auch nur ein bisschen. Das kann auch ganz schön kalt werden. Da war ich ein bisschen neidisch, muss ich aber sagen. Das sah schon cool aus. Ja, das sah cool aus, das stimmt. So eine Hobbit-Strecke hier. Mhm. Rechts sieht man so irgendwie ein Tal. Ja. Dann hier das Auenland. Oh oh. Schatz, wie sollen wir das denn machen? Da bräuchte man ja Superkräfte. Oder? Der gleiche Witz noch machen. Ah, der hat wieder funktioniert. Schade, dass die Sonne jetzt nicht mehr hier ist. Sonst hätten wir
schöne Aussicht. Und Sonne. Sonne? Ja, auf der Bank. Ich glaube, hier ist selten Sonne. Das mag wohl sein. Oh, wie schön der Himmel wieder aussieht. Sehr schön. Oh, hallo. Ein kleine Kühe. Ja, und ein Mensch. Ja, ein Mensch. Gewonken hast du. Gewunken. Ja, den Kühen. Das ist auch wieder ein Doggo. Ich glaube, der hat uns auch wahrgenommen. Und du winkst auf jeden Fall. Gewonken. Gewonken. Willy Wonka. Ist also ein Winker. Manu. Willy Winker. Ich winke, du Wonke. Ha. Wegen den Leuten nichts Falsches. Nein. Ich hab mich versprochen. Wolltest du eigentlich Wonkes sagen, ne? Wir haben gewonkes. Gewunken. Ich tue RDS. Hier. La 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 la. Ja, ich kann mir einfach vorne von seiner Schlumpf. Das Smurfs. Die Schlümpfe. Genau. A small bridge. Hier war der Bach. Das kleine Rinnensal. Sehr steil hier. Ja. Sehr anstrengend. Für eine ganze Weile noch. Ja. Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Das ist ein Zeichen, dass der Körper aufgibt und man bald tot. Was? Ja. Nein. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir gleich oben sind. Na gut. Steiler war das bei euch aber auch nicht, oder? Ich glaube schon, noch ein bisschen. Was? Doch.
Also teilweise, ne? Erinnerst du dich nicht mehr, wie wir die Apple allein gegangen sind? Ach so, ja, durch das. Durch den Wald. Und auch klar, dann den Berg hoch, das war ja richtig steil. Hat sich erledigt. Das war wohl nichts, ein Satz mit. Die denken, wir sehen die nicht. Ach, guck mal. Doch. Sind das die von oben? Ja. Weil einer auch wieder so einen weißen. Ach, es sind sogar drei. Hast du gar nicht gesehen? Nee, ich habe nur zwei gesehen, das eine habe ich gar nicht gesehen. Ach Gott, sind die süß. Meinst du, sie fühlen sich bedroht von uns? Tja, die sind nur vorsichtig, denke ich. Schon, oder? Bedroht, und dann wären sie schon weg. Guck mal, der guckt ja auch ganz gechillt. Die kennen ja Menschen hier. Voll schön. Süß. Nee, die sehen nicht besonders ängstlich aus. Hui. Man sieht nur die weißen Hintern. Also ich sehe mehr als die weißen Hintern. Ich sehe auch den Rest, aber wenn die manchmal in dem hohen Gras dann verschwinden, dann sieht man auch nur diesen weißen Hintern. Schon süß. Mhm. Vor allem, das hat uns wieder eine Pause eingebracht. Ja. Ja. Klar, wir wollten nur die Rehe angucken. Ja. Natürlich. Dann sind sie immer noch. Ach, das macht einen aber irgendwie immer glücklich, finde ich. Weiß nicht, das beruhigt dann immer so. Stimmt schon. Rehe zu sehen. Naturverbundenheit. Das ist immer schön. Wenn das jetzt Wildschweine wären. Da wäre ich, glaube ich, nicht so glücklich. Was macht man da? Laut sein. Laut sein. Aber ich glaube, wenn du die schon siehst, kann das vielleicht schon zu spät sein. Ja. Ja? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht weglaufen. Keine schnellen Bewegungen. Ich glaube, ich wäre laut einfach. Mhm. Oder wenn man Feuerzeug dabei hat, vielleicht ein Feuer anmacht. Mhm. Und dann ein Feuer hoch. Ja, guck noch die Rehe. Da sind sie. Ja. Aber nur weil sie sich bewegt hat. Und jetzt sind sie weg. Aber krass, dass sie jetzt hier gerade saßen, weil hier ist ja gerade sehr licht. Sie haben bestimmt den Sonnenuntergang getragen. Kann ich verstehen. Ist ja auch sehr schön. Ja, das sieht toll aus. Ups. Sorry. Einmal getackelt. Ja. Bodycheck. Oh, guck dir das mal an. Richtig rosa auch. Kommt da nicht jetzt auf diese Bank?
Ja. Die hat Geburtstag. Das ist doch richtig cool. Vor allem sind die heute richtig auf den Gehwegen am Baum. Naja. Da hinten da ist der Buch. Ah ne, das sind Menschen. Ja. Ich dachte, das war doch wirklich irgendwie zu dick. Okay, das ist richtig cool. Das hat was Magisches. Ja, schön. Ja, können wir ja. Wenn wir gleich unten ein bisschen besser sehen, wenn die Bäume nicht so davor sind. Das sieht schön aus. Weil wir müssen wirklich hier runter. Ja. Hallo. 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 Was? Damit mache ich Fotos und Videos potenziell auch. Okay, wir gehen schnell. Hier können wir uns hinsetzen. Hinsetzen? Oder kurz hinstellen. Ja, das ist voll eher. Oh, ja. Ist so kalt. Es kann sein, dass die hier diese gerade Strecke nicht mit einberechnet hatte. Ja, das kann sein. Rieselig. Die Sonne ist schon wieder weg. Ja, eben untergegangen. Ja, ich würde auch sagen, meine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Thank you for watching. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Waldspaziergang mit uns. Na klar doch. Na klar. Ich finde das immer sehr schön. Einfach in der Natur zu sein und abschalten. Einfach mal, ja, körperlich sich ein bisschen anzustrengen und dann halt auch nicht so viel nachdenken zu müssen, auch nicht. Und einfach zu genießen, was so um einen herum ist. Finde ich sehr schön. Ja, das Wandern, ne, ist das Müllers Lust. Und manchmal auch mein Frust. Aber meistens Lust. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get your life. Goodbye and auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.